Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und wir spielen heute einmal eine kleine Runde Stellaris. Klein wird sie nicht werden, denn eine Stellaris-Runde dauert normalerweise ein paar Stunden oder Tage oder Wochen oder je nachdem wie lange man einfach Bock hat, das Spiel zu spielen. Und damit starten wir mal ein Spiel. Wie man sagen, das Wichtigste, wenn du das Universum beherrschen willst, ist das Aussehen natürlich. Das sieht ganz geil aus. Sind einfach alle bescheuert aus. Ich finde die einfach am witzigsten. Ich hatte mal ein Spiel, wo das Scavengers waren oder so Piraten. Die ganzen Alien-Viecher, die sind mir einfach schon zu extrem irgendwie. Ich bleib bei den Shrimps-Viechern. Und der Name ist Crab People. Was heißt Adjektiv? Oh, Krusty. Krusty Crab People. Wir werden mit unseren Krusty Crab People die Weltherrschaft an uns reißen. Starname? Deine Mutter. Bei Government und Essex nehmen wir einfach Fanatic Xenophobe, Militarist, Fanatic Purifiers. Es gibt nur eine Rasse, die es verdient hat zu leben. Die großartige Rasse der Krabbenmenschen. Als zweites nehmen wir einfach die Kriegerkultur. Erlaubt uns irgendwie mehr Schiffe zu haben oder so. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Ich muss sagen, das Spiel ist einfach komplexer als jeder verdammte Studiengang. Ich glaube, man könnte da wirklich Jahre hineinstecken und wüsste noch immer nicht jede kleine Funktion, die es irgendwie gibt. Und bin einfach mal oligarchisch, weiß halt nicht, was das heißt oder sonst was. Empire Name ist The Empire of Crabs. Das einzige wahre Empire. Adjektiv. The Krusty. The Krusty Empire of Crabs. So gefällt's mir. Ist zwar nicht crabbig, aber es ist ein Tintenfisch. Close enough. Ruler Mr. Krabs. Krabs da. So, genau so sieht eine überlegende Rasse aus. Noch Rapid Breeders. Repungent. Ich würde sagen, wir sind adaptive. Krabben sind besonders anpassungsfähig. Und wie jeder weiß, sind Krabben einfach sehr umweltbewusste Tiere und recyceln. So, Schwierigkeitsgrad. Captain? Sehe ich aus wie ein Captain? What the fuck? Commodore, Commodore klingt schon ganz gut. Admiral, Grand Admiral, Kadett? Wow. Ensign? Ich weiß nicht, was ein Ensign ist. Ich bin einfach mal ein Ensign. Und damit starten wir das Game. Empire of Crabs. Now, after the discovery of Hyperlane Networks, the finest minds of the Empire of Crabs have finished development of the first Hyper Tribes. The stars themselves are finally within our grasp. In dem ganzen System gibt es nur einen Ausgang. Das hatte ich auch noch nie. Damit starte ich mal, lasse ich mal eine Runde rennen. Ich spiele das Ganze auf dreifache Geschwindigkeit und ich will versuchen, nicht zu viel zu pausieren oder sonst was, damit das Game einfach schnell durchläuft. Wir brauchen einen neuen Forscher für unser Schiff. Ja, das sind alles scheiße. Verkaufen wir mal einen Consumer Goods. Wer braucht einen Consumer? Ganzen Krabben sollen nicht den ganzen Tag am Fressen sein. Läuft schon ganz gut, läuft schon ganz gut. Jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen. Da ist schon unser erster Planet. Oh shit, hier bricht schon der Kampf aus. Crab People recruit you. We are operators of the Racket Industrial Enterprise. A member of the Caranseri Caravan Collation. Die sind so verdammt süß und meine einzige Antwort ist, die. Es ist halt, wenn man Purifier nimmt, dann kannst du nicht friedlich mit irgendjemand interagieren. Wie soll man das auch machen, wenn man einfach das ganze Universum hasst? Weil man so eine perfekte Rasse ist, mit den perfekten Features. Was geht es hier ab? Was macht das so eine Riesenflotte in meiner Base? What the fuck? Sieh schon unseren nächsten Planeten. Nice. So, und wir bauen unsere erste Kolonie. Und wir dürfen sie benennen. Ich nenne es die Krusty Crab Kolonie. Ein großartiger Tag für das Empire of Crabs. Och, verdammt, mir fallen keine verdammten Namen ein. Langustenlagune. Ich weiß nicht, was genau eine Languste ist, aber es ist auch irgend so ein Krabbenviech, glaube ich. Jawohl. Meine erste Kolonie ist fertig. Oh nein, ein Asteroid schlägt in meine Krusty Crab Kolonie ein. Oh nein, was mache ich? Was, und jetzt haben wir auch noch ein Dimensionsportal gefunden? What the fuck? This is Mr. Krabs of the Empire of Krabs. Who are you, Portal Aliens? Die hier, verdammt, haben uns gerade aus einer anderen Dimension angerufen. Was geht? Wer sind Mr. Krabs? What the fuck? Er redet mit sich selber aus einer anderen Dimension. Und ich kann mit denen handeln? Warte mal. In was für einem abgefuckten Universum leben wir? Die schaffen es, mit sich selbst aus einer anderen Dimension zu telefonieren. Und das Einzige, an das sie denken, ist, dass sie ein bisschen Cash machen und ein bisschen handeln. What the fuck?
Ist das eine normale Reaktion auf sowas? Die trainen jetzt wirklich einfach mit sich selbst. What the fuck? Oh, wir haben unsere ersten Aliens gefunden. Und es sind Driven Assimilators? Das sind einfach nur Maschinen? What the fuck? Die wollen einfach, dass wir Teil von den Maschinen werden oder so ein Bullshit. What the fuck? Nein, ich will nicht. Holy shit, sind die schon riesig. Homer Homeland. Ich habe so verdammt Angst vor denen. Yo, das sind absolut Leute, die ich nicht als Nachbarn haben will. Ich brauche eindeutig mehr Schiffe. Schiffe, 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 Schiffe. Xenus Kamm. Das ist einfach die Antwort auf alles. Verdammtes Xenus Kamm. Oh shit, aber das, what the fuck? Das ist gut. 5 Rare Crystals? Ist das gut? Ich glaube, das ist ziemlich gut. Wir werden Teil einer Maschine. Nein, es ist soweit, es ist soweit. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fein. Wir gewinnen, Mann. Verdammte Maschinen. Das ist meine Flotte. Das ist alles, was ich habe. Die haben keine Chance, verdammt. Nein, nein. Kommt schon, kommt, wenn ihr euch traut. Kommt, wenn ihr euch traut. Oh nein, nein. Homer Homeland ist gefallen, verdammt. Nein, nein, nein. Ihr werdet dafür büßen. Ihr werdet dafür büßen. Xenus Kamm, verdammt. Schrimps Reservoir ist gefallen. Schon lauf, verdammt, lauft. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, es ist gewonnen, es ist gewonnen, es ist gewonnen. Ich glaube, das Comeback, es kann das Comeback kommen. Wo ist mein Imperium hin? Oh shit, das ist eine riesige Flotte. Das ist eine riesige Flotte, oh shit. Oh, meine ist größer, meine ist größer, meine ist größer. Komm schon, stirb, Xenus Kamm. Stirb, stirb einfach. Die Langustenlagune gehört mir. Haben die jetzt genau jetzt einfach Frieden geschlossen, wie ich einfach die Hälfte von meinem ganzen Dings verloren habe. Und ich habe nicht mal was dagegen tun können. What the fuck? Und jetzt kann ich nicht mal Krieg erklären. Das heißt, ich bin hier in dieser verdammten Dings eingesperrt, oder was? Ich brauche neues Land. Ich brauche neues Land. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Es geht einfach weiter. Wie geht es Grab Nebula? Nicht besonders gut. Was? Auf dem Planeten hier sind alle arbeitslos. Verdammt, die Langustenlagune. Der fällt in sich zusammen. Weil die ganzen Leute obdachlos sind. Holy shit, das ist so ein Riesenimperium. Und ich habe einfach hier diese kleine Langustenlagune. Ich habe einfach 11 Arbeitslose in dieser verdammten Stadt und 4 Obdachlose. Und dann wundere ich mich, dass einfach nichts abgeht mit meiner verdammten Economy. Eieiei. Oh nein. Wo? Oh nein, ich verliere Ferragon. Oh nein. Oh nein, ich verliere 2 Mineralien im Monat. Oh nein. Wisst ihr, da spielt man einfach nicht mehr LOL. Und dann feedet man in Stellaris. Oh nein, ich check's, Mann, ich check's. Warte mal, warte mal. Warte. Das sind einfach die Roboter. Die ganzen Roboter sind arbeitslos. Boah. Ich habe einfach ein Land voller arbeitsloser Roboter. Ich lerne. Vielleicht lerne ich alles gerade falsch, aber ich lerne auf jeden Fall. Hier sind auch alle arbeitslos. Was geht ab? Was mache ich jetzt mit den 3 Millionen Robotern, die ich habe? Ja, aber es ist friedlich. Es ist friedlich. Ich bin nicht mit 300 Leuten im Krieg. Das heißt, ich kann jetzt die ganzen Planeten einfach mit Roboterkolonien besetzen und dort einen ganzen Roboter hinschicken. Die ganzen arbeitslosen Roboter. Yo! Robo-Nebula. Oh mein Gott, wie sind hier schon wieder alle arbeitslos? Die Robots, sie nehmen unsere Jobs. Schaffen, Häuslein baue. Butterbrot statt Schnitzel kaue. Warte. Roboter können Roboter bauen. Das macht Sinn. So, Leute, es ist soweit. Die Ressourcen werden knapp. Meine Armee ist zu groß. Viel zu groß. Zu groß, dass es meine Wirtschaft noch aushaltet. Und deshalb, wir holen uns zurück, was uns gehört. Seht euch diese Armee. Ich hole mir zurück, was mir gehört. Du, 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 pa, 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 pa.
Wow, wow. Das ist ein bisschen zu heftig, Mann. Holy shit. Das ist die Zukunft, Leute. Zieht euch das rein. Nice, Mann. Das Comeback. Nee, Mann, ich nehme einfach das mal ein. Ich hole mir zurück, was mir gehört. Dom, da 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 da. Verdammtes Xenus-Kamm. Wird das ein Base-Trade oder was wird das? Oh nein. Oh shit. Base-Trade? Wird das ein verdammter Base-Trade? Die KI kommt für das finale Battle. Das finale verdammte Battle. Eine Armee von verdammten... Holy shit! Bitte, ihr schafft das. Ihr schafft das, verdammt. Leute, das wird der epische, finale verdammte Fight. Oh shit. Nein. Wir gewinnen, verdammt. Wir gewinnen. Joho. Wir gewinnen aber ziemlich knapp. Dafür funktioniert meine Economy wieder. Oh nein, wir verlieren. Wir gewinnen, verlieren. Was ist das für ein fettes Teil? Holy shit. Wow. Zieh dich zurück. Verdammtes Xenus-Kampf. What the fuck ist das? Den umgehe ich lieber. Holy shit, was ist das? Lauft! Nein! Verdammt! Nein! Ei. Ich werde von dem Spiel getrollt, Mann. Es ist 3 in der Früh und ich werde getrollt von meinem eigenen verdammten PC. Verdammt! Wir haben Crab Nebula verloren. Nein! Oh. Oi. Crab Nebula gehört noch mir, aber die ganzen anderen Sachen. Wo ich dachte, die gehören jetzt auch mir. Die gehören gar nicht mir? Was? Oh mein Gott, Leute. Das war ein Fight. Ich lasse das Video mal für heute. Und damit verabschiede ich mich von euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.